Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian mal wieder. Genau, ich wollte mich einfach mal wieder zurückmelden. Ja, hatte dunkle Stunden letzte Woche. Ja, was soll man sagen? Also ein Todesfall in der Familie, der doch sehr überraschend kam und ja, wo man dann merkt, ja, dass es einfach noch andere Prioritäten im Leben gibt als die man sonst immer so hat. Und ja, wollte mich auch erstmal bedanken für die unfassbar vielen Nachrichten, die ich bekommen habe. Und ja, ist einfach schön, da, wenn man selber mal Terz hat, da mal zu merken, wie ja, Community sie drauf reagiert. Und ja, fand das sehr schön und hat auch gut getan, dann einfach mal ja, nicht auf Social Media zu sein, was ja auch manchmal eine sehr ambivalente Erfahrung ist. Weiß jeder, der da Kanäle hat. Und ja, einfach zu versuchen, das Ganze zu verarbeiten. Und ja, einfach diesen inneren Raum zu finden, da auch durch die Emotionen zu gehen, die sowas dann ja auch mit sich bringt. Ja, also für mich war es, ich werde sicherlich da nochmal, wenn es zeitreif ist, da vielleicht auch nochmal was anderes zu posten, weil diese Trauerthemen, ja, ich hatte in meinem Leben da jetzt noch nicht so viel mit zu tun, aber ich war, jeder von uns hatte natürlich irgendwann mit zu tun und ab einem gewissen Alter, in dem ich ja jetzt auch bin, häufen sich diese Themen natürlich irgendwann, ist so der Lauf der Dinge, müssen wir uns alle mit befassen, mit unserer eigenen Endlichkeit und wie wir dazu stehen. Und das gibt dem Leben ja auch eine gewisse Tiefe, die man ja auch oft sehen kann. Aber klar, wenn es dann passiert und ein Mensch plötzlich, der am Leben lang begleitet hat, wenn er plötzlich nicht mehr da ist, ist natürlich, das kann der Verstand einfach nicht begreifen, ne? Das ist, also kennt wahrscheinlich jeder, der das schon hatte, dass man dann denkt, man hört ihn plötzlich wieder oder es meint die Stimme zu hören oder und kann sich einfach nicht oder will den anrufen und es ist, ach ja, nee, der ist ja tot. Und also ich fand's krass, diese Konfrontation damit. Und ja, hat mich sicherlich, war sicherlich ein unheimlich prägendes Lebensereignis, kann ich glaube ich jetzt schon sagen. Und das dann auch so intensiv zu erleben. Klar hat man vielleicht früher schon mal tot erlebt, aber jetzt auch in so einer verantwortlichen Rolle. Das war schon krass, das alles abzuwickeln. Und war nicht schön, aber das Leben hatte halt nicht nur Höhen. Aber deswegen wollte ich auch mal kurz darüber reden, weil ich fand es trotzdem eine sehr intensive Woche jetzt, wo auch die Familie ganz eng zusammengerückt ist und wir sehr ja, liebevolle Stunden hatten, mal wieder fühlen kann, worum es eigentlich geht im Leben, um Liebe und nicht um das ganze andere Gesockse darum rum, das ganze Trara und das ganze, ja, was wir sonst immer so haben, Konkurrenz und Feindschaft und anderen schaden wollen. Ja, das eben auch noch. Ja, Momente gibt, wo man das einfach, dieses, was wir ja letztlich alle sind, dieses reine und pure nochmal ja, spüren kann in irgendeiner Weise. Ja, war für mich auch eine krasse Sache, das, weil, aber das muss ich mir auch nochmal verarbeiten, weil es sehr überraschend war und trotzdem es einen Zeitpunkt gab, wo ich wusste, dass das passieren wird und sowas habe ich ehrlich gesagt auch nicht erlebt in meinem Leben und wo ich zu Aline gesagt habe, ach du Scheiße, ich glaube, das und das passiert irgendwie. Und es gab da noch überhaupt keine Anzeichen, außer komische Gespräche, die ich geführt habe. Und dass das dann ein paar Tage später alles eintritt und auch noch in so einer, würde ich mal sagen, göttlichen Fügung, was die ganzen Zeiträume angeht, dass es das alles genau passt. Und wo man sagen kann, ja, dass so ein Tod so kommt, wirklich, ja, wenn es sowas überhaupt sowas gibt, so genau zum richtigen Zeitpunkt und alles in so einem ganz friedlichen Moment. Also das hat mich doch schwer beeindruckt, muss ich sagen. Und ja,
das muss ich für mich alles mal verarbeiten. Gut, aber ich wollte euch da einfach mal kurz abholen, weil ja, das trotzdem hilft's alle nichts. Ich bin auch hier, ihr seid noch hier. Und man muss irgendwie weitermachen. Mich hat auch Arbeiten immer Erdung gegeben und irgendwie Struktur gegeben. Und ja, ich habe auch so viele Projekte am Laufen, dass jetzt einfach, weiß ich nicht, würde mir glaube ich auch nicht gut tun, jetzt zu sagen, so 3 Monate lasse ich mich nicht sehen und lasse alles laufen und egal wie es läuft, weiß ich nicht, bin ich nicht. Tut mir auch nicht gut, glaube ich. Und deswegen, ja, wollte ich mich einfach mal kurz dazu melden und ja, irgendwie muss man gucken, wie jetzt genau, aber wird es jetzt weitergehen? Ich meine, Kurse haben wir jetzt sowieso ganz normal weiterverkauft. Hatten wir jetzt mal uns nichts von uns hören lassen, haben wir alles laufen lassen. Hat auch scheinbar keine Probleme gegeben irgendwo, keine größeren. Und genau, ihr könnt uns jetzt aber wieder erreichen. Natürlich vor allen Dingen Aline und ich werde mal ja so langsam auch mal versuchen, wieder ja, ein bisschen Fuß zu fassen hier. Also Twitch werde ich jetzt noch nicht sein diese Woche. Das bin ich sonst immer mittwochs. Ja, da warte ich noch mal eine Woche. Spielt auch eh Deutschland. Ich glaube, da wird ja jeder gucken wahrscheinlich. Oder viele. Und genau, ansonsten, was da gerade jetzt an, gerade alles so ansteht bei Liebeship, dazu dann mehr im nächsten Video, würde ich sagen. Ja, gut, sonst meine besten Grüße an alle, die selber gerade vielleicht dunklen Stunden sind. Denkt man, Corona ist vorbei und kann jetzt wieder aufatmen und dann, ja, ich weiß auch nicht, was sind das für Zeiten, aber gut, meine gestorben wird immer, wurde schon immer, früher viel mehr wahrscheinlich und war trotzdem, hatte ich jetzt so gedacht, boah, jetzt kommt so ein anderer Drive, wo es jetzt alles so wieder öffnet und Party und Feiern und naja, jetzt ist man dann doch wieder in so einem anderen Mut, aber ja, ist trotzdem irgendwie, fühlt sich das alles stimmig an und gut und ja, kann sich das ja auch tausendmal schönreden, dass das dem anderen jetzt vielleicht besser geht. Auf der anderen Seite ist es einfach trotzdem scheiße. Ist einfach scheiße. Ne, man wird alles drum gehen, mit dem nochmal zu reden. Aber es ist, wie es ist. Und ja, kann nur weitermachen. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.